Ich werde das Bild einfach über sein Bett hängen. So. Ich habe jetzt hier eine Flamme kreiert, die wir nicht mehr ausschalten können. Geil. Und das bei Lorus Base. Oh, der wird so ausflippen. Da geht doch jedes Herz auf. Und ich möchte mich direkt übergeben. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Minecraft Troll Wars mit mir, eurem gelben Legostein, dem Lukopa. Ja, abgesehen davon, dass wir heute wieder bei den lustigsten Mods spielen, ist es endlich soweit, denn wir können uns freuen. Triumph, wir haben offscreen Lorus Base gefunden. Das heißt, ab heute wird wieder richtig getrollt. Heute unter anderem mit Fake-Blöcken, zum Beispiel aus Diamant, welche wir in Lorus Base setzen. Feuer, welches man überhaupt nicht mehr löschen kann. Und andere Fallen, die einfach nur lästig sind, ja? Nach dieser Folge wird Loro garantiert komplett verwirrt sein. Seine Reaktion wird unbezahlbar. Warum, das werdet ihr gleich sehen. Am Anfang starten wir erstmal mit Bildern, die ihr mir zugeschickt habt. Danach geht es direkt zu Logo und den Trolls. Und am Ende bauen wir sogar noch einen Teil unseres Trollturms. Wir haben also sehr viel geschafft. Viel Vergnügen. Ja, für die Leute, die Logo nicht kennen sollten, ich habe hier ein kleines Bildchen aufgebaut. Das hat er mir mal vor Jahren zugeschickt. Das war noch vor seiner Zeit auf YouTube. Der eine oder andere dürfte es wissen. Er hat früher als Haarmodel für eine Duschschaumfirma gearbeitet. Und ich habe mir überlegt, dass wir einfach aus Sicherheitsgründen dieses Bild in den kommenden Tagen hier in der ganzen Welt verteilen werden. Einfach nur aus Sicherheitsgründen, damit jeder Mob, jedes Schwein, jedes Hühnchen, jede Kuh dieses Bild sieht und weiß, wenn ich diesen Typen hier in Minecraft sehe, dass ich sofort wegrennen muss. Ja, vielen Dank für die ganzen Bilder. Ich habe sogar noch weitere bekommen. Ich meine, schaut euch das mal an. Hier zum Beispiel die Copper Flakes mit extra viel Copperstückchen. Aber ich verstehe das nicht. Bei mir gibt es nie halbe Sachen. Warum? Oder hier Niveo Man. Allein das Gesicht. Ich glaube, wenn man die aufträgt, kriegt man richtig, richtig Schmerzen. Das ist für die Leute, die auf Schmerzen stehen. Ich nehme 10. Wir haben da oben unsere Trollkiste. Dort befinden sich die ganzen Trolls, die wir heute ausprobieren werden. Das wird echt der Hammer. Ich muss das ganz kurz erklären. Das wird echt der Wahnsinn. Wir haben hier sogenannte Colorizer-Blöcke. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit, einen weiteren Diamantblock hier zu erstellen. Einen Fake-Diamantblock. Ich habe hier einen richtigen Diamantblock für den Troll gefarmt. Wenn ich jetzt hier diesen Colorize-Block auf den Boden setze, einen Rechtsklick mit dem Diamantblock draufdrücke, zack, haben wir direkt einen weiteren Diamantblock. Wie cool ist das denn? Natürlich ist das Ganze fake. Das heißt, Loro wird sich wahrscheinlich freuen, es abbauen und feststellen, dass einfach nur Müll rauskommt. Das ist so cool. Und wir können einfach jeden erdenklichen Block damit einfach nochmal simulieren. Das heißt zum Beispiel hier ein Crafting Table, einfach hier ausgeführt. Und mit diesem Crafting Table können wir halt überhaupt nicht interagieren. Das wird echt witzig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jeden Block, den Loro besitzt, einfach ersetzen. Das ist so cool. Aber ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Das ist der Hammer. Selbiges funktioniert natürlich auch mit Obsidian, mit jedem Block. Vielleicht können wir auch ein Fake-Obsidian-Haus um Loro Space bauen. Ah, das wird echt toll. Das wird so cool. Des Weiteren haben wir hier als zweiten Troll sogenanntes Grass Covering. Wenn da jemand drüber läuft, dann fällt man halt in ein riesiges Loch, ja? Vielleicht können wir das auch irgendwie unterbringen. Das Problem ist, der ist derzeit auf Sand. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das gescheit aufbauen. Und dann haben wir natürlich noch Fake Feuer. Mal gucken, ob er es rafft. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Da habe ich auch eine ganz tolle Maschine, die wir uns anschauen werden. Eine Trollmaschine, echter Hammer. Mit dabei ist im Übrigen, ich muss das kurz erklären für die Leute, einige haben ihn schon vermisst. Trollo, unser kleines Trollhäschen, ist natürlich auch endlich mal wieder mit dabei. Ein kleines Häschen mit sehr viel Unsinn im Kopf. In der letzten Staffel vor wenigen Monaten hat Loro 64 von diesen Trollhäschen vernichtet. Für diese fiese Aktion will sich Trollo rächen. Nicht wahr, Trollo? Du kommst direkt mit, ne? Komm mal her. Endlich ist er wieder da. Ich freue mich richtig. Trollo ist im Gepäck. Wir werden direkt unsere Trollblöcke direkt mitnehmen und dann kann es sofort losgehen mit den lustigen Aktionen. Wir müssen natürlich noch das Covering Gras und alles erstellen. Dazu müssen wir lediglich ein bisschen Gras und ein paar Sticks aufwenden. Alles hier wunderschön umgewandelt. Zack. 45 Gras Covering gecraftet. 48. 60 Mal. Das ist eine Ansage, liebe Freunde. Pass auf, wir haben 60 Stück. Dann können wir das direkt mal ausprobieren, wie das Ganze auszusehen hat. Ich werde jetzt einfach mal hier einen dran setzen. Und jetzt hier irgendwie ein Loch graben und einer läuft halt drüber. Das sieht halt ganz genauso aus wie das normale Gras. Dann fällt man halt hier zu Boden. Ja, sehr schön, das funktioniert. Wunderbar. Okay, damit hätten wir das schon mal abgehakt. Dann als nächstes würde ich gerne Fake-Feuer erstellen. Hier ist er doch, der sogenannte Igniter. Und ohne Mist, der ist richtig witzig, liebe Freunde. Damit habe ich schon andere Kumpels so dolle genervt. Die wussten gar nicht, woher das Feuer kommt und konnten es einfach nicht mehr ausmachen. Es ist fantastisch. Ich muss euch das direkt mal zeigen. Einfach mal hier auf den Boden gestellt. Jetzt können wir das Ganze mit einem Hebel verbinden. Zack. Und jetzt können wir Feuer generieren. Und das Beste daran ist, und jetzt kommt es, wir können dieses Feuer nicht mehr ausmachen. Pass auf, ich schlage jetzt einfach mal drauf. Und es taucht direkt wieder auf. Wie geil ist das denn? Ich glaube, Loro kennt das Gerät nicht. Der Witz ist, dagegen hilft doch nicht mal ein Ventilator, beziehungsweise ein Fan.
auch wenn er über 1 Million davon mittlerweile hat. Es tut mir leid. Einige meinten, ich würde solch komischen Witze nur bringen, weil ich eine Schildkröte bin. Und Schildkröten atmen bekanntermaßen durch den Hintern. Und deswegen hätte ich einen Gehirnschaden bekommen. Ich? Ein Gehirnschaden? Das wüsste ich. Ich habe keinen Gehirnschaden, Schaden, Schaden. Dann im nächsten Schritt müssen wir auf jeden Fall mit dem Igniter Range Upgrade die Flamme verlängern, ja? Dazu brauchen wir Pfeile, ein bisschen Leder, wir brauchen Redstone und Lapis Lazuli. Auch das hatte Trollo bereits in die Trolltruhe reingelegt. Das müssen wir nur noch zusammenkleistern. Und jetzt haben wir das Igniter Rage Upgrade. Können wir ganz einfach das hier reinschmeißen. Zack. Und schon entsteht die Flamme hier drüben. Cool. Und wir können sogar Blöcke dazwischen setzen. Und das Feuer geht einfach nicht aus. Ich glaube, Loro wird nie darauf kommen. Das ist echt cool. Also rein theoretisch kann man natürlich einen anderen Block da drauf setzen. Ja, somit hätte man das Problem gelöst. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, wenn wir darauf so einen Fake-Diamant-Block setzen, ja, ich kann das mal ganz kurz nachspielen, ja? Pass auf, wir werden erst einen Diamant-Block erstellen, einen Fake-Diamant-Block, zack, den einfach da drauf setzen. Dann wird Loro sich wundern, hä, was ist das denn? Wird das Ding abbauen und bleibt auf einmal kommt da eine Flamme raus. Und der Diamant-Block verschwindet sogar. Vielleicht denkt er, er hätte zufällig den Diamant-Block verbrannt. Alter, das ist der geilste Troll aller Zeiten, das wird so lustig. Spikes brauchen wir noch. Hier, solche Stacheln. Dazu brauchen wir lediglich ein bisschen Eisen. Da haben wir auch noch ein bisschen was dabei. Das heißt, aus dem restlichen Eisen werde ich diese Spikes erstellen. Ganze 6 Stück. Und vielleicht können wir das mit dem Gras-Covering verbinden. Damit sind wir jetzt, glaube ich, komplett ausgerüstet und können jetzt in den Trollkampf gehen. Ich möchte nur ganz kurz die Spikes mal hinsetzen. Ja? Also da habe ich schon einen größeren Stachel gesehen. Aber das ist echt der Hammer. Damit haben wir eigentlich alles beisammen. Jetzt können wir eigentlich zu Loro's Base laufen und ihn trollen. Andererseits, sag mal Trollo. Wäre es wirklich so schlau, als Erster zu trollen? Ich meine, Loro hat noch gar nichts gemacht. Das wäre die Kriegserklärung, ne? Vor allen Dingen spielen wir mit Feuer, ne? Wir sind zum Teil Vorbilder, ne? Und da können wir doch nicht mit Feuer spielen. Das geht doch nicht. Ich werde jetzt nicht zu Loro's Base laufen. Auf gar keinen Fall, Trollo. Und wenn du dich auf den Kopf stellst. Nein. Das hier ist Loro's Base. Hier farmt er Gunpowder, hat aber ansonsten noch nicht so viele wertvolle Sachen. Aber wir haben es geschafft. Haha, nice. Jetzt kann das Trollen beginnen, Freunde. Yes. Der wird so ausflippen. Hier haben wir sein Bett. Hier haben wir sein Bett. Warte, 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 warte. Moment. Erstmal sein Bett einweihen. So. Ich wünsche angenehme Träume, Loro. Wunderbar. So. Als nächstes können wir ja mal einen Fake-Block schenken, ja? Nein, wir machen das erstmal mit dem Feuer und darauf stellen wir einen Fake-Block. So, das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier ein Loch graben. Diese Trollmaschine packen wir hier unten rein. Da das Range-Upgrade. Dann als nächstes brauchen wir noch einen Hebel. Den haben wir natürlich auch dabei. Jetzt haben wir hier den Hebel angebracht. Jetzt muss ich den eigentlich nur noch umlegen. Ha, perfekt. Oh, wir kriegen es nicht mehr aus. Schaut euch das an. Wir haben jetzt hier eine Flamme kreiert, die wir nicht mehr ausschalten können. Geil. Und das bei Loro's Base. Oh, der wird so ausflippen. Pass auf, und wir sind noch längst nicht durch. Jetzt werde ich hier einfach Sand drauf kippen. Perfekt. Jetzt werde ich hier einen Fake-Block draufstellen. Da werde ich hier einen Diamanten, das in einen Diamanten verwandeln. Zack. Er wird sich jetzt wundern, hör, was ist das denn? Wird den Diamantblock abbauen. Der Diamantblock wird sofort verglühen. Er wird sich tierisch aufregen und kriegt dann im ganzen Überfluss die Flamme nicht aus. Der wird so verwirrt sein, der Junge. Der weiß nicht, wie ihm geschieht. Das, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so cool. Oh, ich freue mich auf seine Reaktion. Das wird der Hammer. Das dürft ihr bloß nicht verpetzen. Oh, das ist so ein geiler Troll. Dann als nächstes habe ich mir gedacht, dass wir das Crafting Table ebenfalls ersetzen, ja? Pass auf, ich werde das jetzt mal abbauen. Oh nein, ich habe hier irgendwas kaputt gemacht. Egal. So, dann werde ich die Textur hier abändern. Und das Tolle ist, das fällt natürlich sofort auf, aber er hatte sowas auf dem Crafting Table stehen. Zack, und jetzt fällt es nicht mehr auf. Und er kann nicht mehr mit dem Block interagieren. Bester Troll aller Zeiten. Das ist so cool. Auf eine gute Nachbarschaft, sagt der Trollo direkt neben einem Fake-Diamantblock. Wie gesagt, wenn Loro den abbaut, dann wird er direkt verbrennen, der Diamantblock. Vielleicht auch Loro, das wäre natürlich, das wäre ein Bingo, ja? Okay, dann als nächstes würde ich hier gerne noch ein paar Plakate aufhängen. Ich werde das Bild einfach über sein Bett hängen. So. Oh, wie geil. Oh, wie lustig. Damit er sich wie zu Hause fühlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch so einer ist, der, ja, viele Bilder von sich selbst aufhängt. Der feiert sich ja immer selbst. Ich habe auch sehr viele Bilder von ihm bei mir hängen. Wer nicht? Ich werde einfach seine ganze Gegend hier plattackieren. So, hier noch ein Bild. Hier noch ein Bild. Wie geil ist das denn, Freunde? Ein richtiger Schilderwald hier. Das ist cool. Wenn ich das schon sehe. Apropos Durchfall. Wir müssen noch das Grass Covering hier ausprobieren. Dort, wo man durchfallen kann. Hier ist seine Base. Dann würde ich sagen, wir bauen einfach die Falle hier vorne hin, ja? Vielleicht rennt er ja rein. Ich bin echt gespannt. Wie viele haben wir nochmal? 6 Stück am besten. Spikes hier unten angebracht. Zack. Ist jetzt nicht die beste Falle oder die stärkste Falle, aber wir befinden uns in der 3. Folge
Und dafür ist es eigentlich ganz witzig. Er kann sich davon garantiert befreien, aber wird sich auf jeden Fall zu Tode erschrecken. Deswegen werde ich jetzt einfach hier das drüber laufen lassen, also drüber legen. So, zack. Und zack. Vielleicht können wir überall noch so ein paar Löcher kramen oder so und überall dieses Gras-Covering. Einfach nur, um ihn zu nerven. Und ihr könnt gerne mitzählen, wie oft er in so ein Loch tritt. Ja, ich werde überall noch so ein paar Löcher graben. Oh, das wird so cool, der wird so genervt sein. So, dann werde ich hier das noch bedecken. So, nicht, dass hier einer in das Loch fällt, ne? Das müssen wir natürlich alles aus Sicherheitsgründen abdecken. Das Ganze werden wir hier zubauen, sicher ist sicher. So, 8 Stück haben wir noch, dann habe ich hier einen ganzen Stack von diesen Dingern irgendwo verbaut. Ich weiß selber nicht mehr wo. Und zack. Moment. Tada. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich da einen riesen Bogen drum machen. Okay, vorsichtig, ganz vorsichtig. Hier ist Einsturzgefahr. Okay, gleich sind wir schon wieder zu Hause. Wie gesagt, nur ein Katzensprung oder ein Schildkrötensprung entfernt. Können Schildkröten überhaupt springen? Ich glaube einmal, ne? Und dann nie wieder. Da macht es einmal Knatsch und dann war's das. Ja, nach dieser lustigen Aktion sind wir schon wieder zu Hause. Wurden bereits von einem unfassbar netten Lächeln hier begrüßt. Da geht doch jedes Herz auf. Auch mein Magen öffnet sich. Und ich möchte mich direkt übergeben. So, wir sind wieder hier und ich habe, wie gesagt, hier ein bisschen was an Wolle. Und wir werden jetzt den Grundriss von unserer Trollbase hier aufbauen. Und dann könnt ihr mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, wie man am besten die Base schützen kann. Auch wenn ich einige, ja, tolle neue Mechanismen euch in den kommenden Tagen zeigen werde. Selbstschussanlagen, aber auch noch andere Sachen. Ich möchte noch nicht allzu viel verraten, aber es wird wirklich fantastisch. So. Okay, dann bauen wir direkt unsere Base. Ja, das wird ganz toll. Also, ich bin kein Architekt oder so, aber ich war früher in der Häkel AG und daher kenne ich mich eigentlich ganz gut mit Wolle aus. Das wird bombastisch. Okay, das ist so ein 8x8 Feld, das wird quasi der Grundriss des Ts, ja, dann geht das hier nach oben und dann werden wir oben jeweils, ich glaube, 11 Blöcke zur Seite noch zusätzlich bauen. Ich brauche allerdings irgendwas zum Absichern, damit ich da wieder gescheit runterkomme. Das mit der Fledermaus funktioniert ja leider nicht. Ich weiß, was wir machen. Wir bauen eine Ausrüstung aus Wolle, dann bekommen wir keinen Fallschaden und können ganz einfach nach oben bauen und uns wieder runterstürzen lassen, ohne dass wir draufgehen. Das ist eine coole Idee, das machen wir. Hier, Soft Fall. Nice. Oder noch besser, wir bauen eine Rüstung aus Blättern. Warte, habe ich noch Blätter irgendwo? Ist zwar ein bisschen luftig im Schritt, aber mir gefällt's. Ja, das Coole ist halt, dass wir jetzt im Winde quasi wehen können. Ja, das heißt, wir können ganz sanft irgendwo hinkleiden. Und das probieren wir jetzt aus. Pass auf. Ich werde mich jetzt einfach mal nach oben bauen. Dann können wir auch direkt mal sehen, wie hoch wir das T bauen werden. Und zwar insgesamt 25 Blöcke. So hoch wird das T. Ich hoffe, dass ihr keine Höhenangst habt. Und da wird das quasi, nur damit ihr mal seht, wie groß das wird, wenn wir jetzt noch 11 Blöcke in die Richtung gehen. Und dann geht der ganze Spaß nochmal 6 Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich nenne das Kunstwerk Schlaganfall. Das sieht jetzt noch nicht allzu perfekt aus, aber nur damit ihr mal so eine grobe Vorstellung habt, was ich eigentlich vorhabe, ja? Das wird der Trolltower. Und jetzt werde ich immer einfach, mutig wie wir sind, einfach mal werden wir hier runterspringen. Achtung und zack. Und jetzt müssten wir eigentlich, wuh, seht ihr das? Wir gleiten ganz langsam zu Boden und bekommen nur ganz wenig Fallschaden oder gar nicht. Das ist echt genial, ich liebe es einfach. So, nur damit ihr mal seht, könnt ihr euch was drunter vorstellen? Also das hier wird, wie gesagt, unten der Strich nach oben. Und dann haben wir hier so eine Art Ausguck. Das Ganze wird halt ein T und da werden wir ganz groß Copper draufschreiben. Oder Troll. Oder Trollo. Oder Logo stinkt. Ja, liebes Team Gelb, an dieser Stelle eine kleine Information. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß, denn endlich haben wir wieder Logo getrollt. Schickt mir gerne weitere Bilder und Trollideen, damit wir unsere Mitspieler weiterhin ziemlich nerven können. Obwohl ich, um ehrlich zu sein, noch ziemlich viele Trolls auf Lager habe. Seid gespannt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure großartige Unterstützung. Es macht mir unglaublichen Spaß, mit euch dieses Projekt zu gestalten. Bleibt auf jeden Fall gesund. Alle und die nächsten Folgen sind natürlich wie immer auf dem Bildschirm verlinkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war auf jeden Fall der Lokopa. Bis dann und Tschüss.